Servus zusammen, willkommen zurück zu einer neuen Folge Landwirtschaftssimulator 22 hier bei mir auf dem Kanal. Und wir sind auch mittlerweile in Folge 36 angelangt. Ja, stolze Zahl schon mal, zumindest für mich und meinen Kanal. Und wir sind hier auf unserem wunderschönen Big Farm Projekt auf Neubartelshagen im Fendt unterwegs und sind jetzt auch fertig mit der Ausbringung der Gärreste auf dem zweiten Feld, da wo ich dann jetzt gleich gerne mit der Rapsansaat beginnen will. So, den Messe, den Messe Ferguson habe ich in der Zwischenzeit, den habe ich die Walze holen lassen, denn wir werden jetzt das Feld noch walzen. Und dann auf jeden Fall, wie gesagt, Raps noch ansehen und dann wird das Feld auch noch gewalzt. Und dann schauen wir mal, ob wir hier schon in den nächsten Monat gehen können, weil dann sind wir erstmal soweit fertig. Und den Rest düngen, das machen wir dann ja im nächsten oder übernächsten Monat. Schauen wir mal. Ich muss nämlich jetzt gerade gestehen, ich glaube, wir haben Flüssigdünger, wenn ich richtig weiß. So, den stellen wir erstmal hier ab. So, zack. Ich muss jetzt gerade mal schauen, wie düngen wir. Ja, natürlich, wir haben hier die Spritze und wir können Flüssigdünger. Wir haben aber auch hier einen Düngestreuer. Naja, ich wollte gerade mal schauen. Nee, da gibt es nichts Neues im Gebrauchtmaschinenverkauf. Da gibt es nichts. Jetzt schauen wir mal. Er ist, ja, fast fertig. So, dann können wir hier mit dem Messi jetzt loslegen, den Motor an. Jo, dann werden wir erstmal wieder das Vorgewende. So ist es bei mir Tradition. Und der Kollege hier drüben, der hat ja nichts dagegen, denn er hat ja nichts angebaut. Da wächst das Unkraut. So, dann schauen wir mal kurz nach hinten. Dann klappen wir mal aus. Okay. Jo, da müssen wir ein bisschen weiter weg. So. Und dann müssen wir warten, bis er hier noch gewendet hat. Aber viele Bahnen muss der andere hier nicht mehr fahren mit seiner Saatmaschine. Oh, da staubt es aber ganz schön. So, die Rahmen fliegen auch schon wieder weg. Und es ist jetzt auch ein bisschen heller, weil es jetzt aufgehört hat vor kurzem mit dem Regen. So, ist jetzt aber auch schon nach 18 Uhr im September. Da wird es jetzt auch schon langsam dunkel. Okay. So weit, so gut. Der zieht relativ gut hier durch. Das ist schön. Jetzt muss ich gerade mal schauen. Eine Bahn hat er noch zu fahren, oder? So, eine Bahn hat er da noch zu fahren. Jetzt, stopp, wir müssen das hier wegnehmen im Wachstum. Dann sehen wir so gegrubbert. Quatsch. Falsch. Hier müssen wir hin. Muss gewalzt werden. Okay, das passt. Jetzt muss ich nur noch mal schauen. Und das wieder ein. Ja, okay, da dürfen wir jetzt keine weitere Spur fahren. Sonst bricht oder sonst bricht, ja, hätte ich beinahe gesagt, bricht der Kollege in Panik aus. Aber sonst wird er wieder durcheinander gebracht, der Helfer. Deswegen fahren wir jetzt gleich darüber und fahren da drüben die Bahn. So. Und dann bin ich der Meinung, müssen wir sowieso die Saatmaschine. So. Erstmal aufladen. Ups, das war ein bisschen zu schnell. Jo, so passt das. Ja, jetzt fährt er da noch ein bisschen über die Wiese, aber das soll nicht das Problem sein. Aber so passt das jedenfalls. So, da ist er, der Case. Das müsste jetzt die letzte Bahn sein. Ja, genau. Ja, das passt. Dann werden wir... Na, 24% reicht das. Reicht das für das Feld da drüben? Wir werden sehen. So, da unten bin ich mal gespannt, ob er dann auch wieder sehr früh wie damals oder wie in der letzten Folge der Fendt mit dem Güllefass, dass der auch das sehr, sehr früh gewendet hat. Aber ich denke, das lag eher am Güllefass. So, er müsste jetzt fertig sein, genau.
Ja, da können wir eigentlich... Aber mich interessiert es trotzdem. Ja, fährt bis durch. Das ist doch schön. Okay. Gut. Deswegen machen wir trotzdem hier noch ein kurzes Vorgewende. So. Ja, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Da bleiben wir an der Deichsel hängen. Hier mit, ich denke, das heißt ja auch Deichsel. Ich weiß es gar nicht. Also auf jeden Fall die Räder reiben, wenn wir zu sehr einschlagen. So, dann hier rum. Interessant. Es hat gerade geregnet und trotzdem staubt es. Nur so eine Bemerkung am Rande. Okay. Dann schicken wir hier den Helfer los. Und dann kümmern wir uns um die Ansaat vom Raps. So, gleich mal hier umschalten. Blödsinn. So, jetzt haben wir entladen. Das war auch nicht clever. So. Jetzt nochmal schauen hier. Genau, so war das. Raps. Jetzt überlege ich gerade, ist natürlich jetzt wieder extrem dunkel hier. Das sieht man wieder nicht. Dann werden wir hier erst einmal runterfahren. Ja, mal schauen, wie sich das darstellt. Wir haben ja Saatbett gemacht. Ob wir gut sehen? Doch, man sieht ganz gut, wo man angesät hat. Sehr schön, das ist gut. Dann fahren wir hier mal um die Kurve. Und nehmen hier das Material, die Ecken hier mit. Ja, wie gesagt, die Ecken kommen zustande, weil dort hier beim Mähen der Wiese das Mähwerk tatsächlich hier Felder erstellt. Das ist die Funktion, die ich suche. Dann fährt er hier rein und macht hier tatsächlich überall diese Zacken rein. Ist ein bisschen unschön. Ist mir früher schon aufgefallen. Ob das jetzt nur an dieser Map liegt oder ob das im Allgemeinen, also so woanders ist mir das noch gar nicht aufgefallen. Wenn man dann eben dann die Flächen hinmalt, so wie jetzt unsere Wege, dann hat man das Problem eigentlich nicht mehr. So. Ja, und das Feld, da werden wir höchstwahrscheinlich Gras drauf machen, aber wohl erst im nächsten Monat. Denn wir wollen auf jeden Fall jetzt irgendwann mal anfangen mit der Ernte. Aber die zwei Felder möchte ich gerne noch fertig machen, damit hier ein bisschen was geht. Ja, man sieht doch ganz gut. Zack. So, ja. Die will ich auf jeden Fall mal ansehen, damit hier was wachsen kann. Und das andere, da können wir dann Gras machen im nächsten Monat, wenn wir soweit fertig sind mit der Ernte von den zwei Feldern, nämlich dem Sonnenblumenfeld und dem Maisfeld, wo ich immer noch ein bisschen, ja, am Grübeln bin, ob wir uns da einen Göweil-Wickler mal sammeln, ausleihen. Und dann eben, wenn wir dann doch häckseln, aber da müssen wir dann auch den Häcksler ausleihen. Wenn wir dann häckseln würden, dass wir dann eben die Hälfte ins Silo werfen, ins Fermenter-Silo und die andere Hälfte vielleicht als Ballen. Aber wie gesagt, da müssten wir uns sowohl den Göweil als auch den Häcksler mieten und das kostet uns in der jetzigen Situation ein bisschen Geld und wenn wir dann Mais einfach mit den vorhandenen Gerätschaften bearbeiten bzw. ernten, dann können wir das eben verkaufen. Also wie gesagt, da bin ich noch ein bisschen unschlüssig. Lust hätte ich ja auf diese Ballengeschichte, weil diese Göweil-Sachen, da habe ich noch eigentlich gar nichts groß gemacht. Wir hatten nur auf der anderen Map
auf unserer wunderschönen Alpenmap Neue Mini-Brunnen. Da hatten wir mal einen Auftrag und da war Göweil dabei. Ich bin jetzt gerade mal überlegen, wir haben doch jetzt hier auch Aufträge noch, wenn ich richtig weiß. Lasst uns mal kurz reinschauen. Ballen pressen. Ja, aber da ist kein Göweil dabei und ich glaube hier auch Ballen pressen ist ein Brit. Oh, ja, aber das ist halt nur der normale Wickler. Hm. Feld 16. Ja, wenn nächsten Monat eventuell das noch da ist, dann könnten wir uns da mal Gedanken machen, dass wir vielleicht diesen Auftrag entgegennehmen, damit wir nochmal mit einem Göweil arbeiten. So, er soll erstmal hier 2-3 Vorgewände fahren. Wie weit ist denn er? Oh, er fährt rückwärts. Das heißt, da ist er wohl da hinten. Ah ja, okay. Gut. Machen wir das jetzt ein bisschen anders. So. Jo. Sehr gut. Das müsste passen. Oh, fahren wir ein bisschen noch links rüber. So. Ah, der ist zügig unterwegs. 25 km/h mit der Walze. Da kann man sich echt nicht beschweren. Das da drüben sieht immer mit dem Gekalkten sieht so ein bisschen aus wie Wasser. So. Okay. Gut, dann schauen wir mal hier, wie weit wir hier sind. Ne, da ist er drüber gefahren. Das passt, oder? Ja, ja, das passt. So. Das ist jetzt alles gewalzt. Sehr gut. Ja, also dieses Gespann hier, diese Kombination ist richtig flott unterwegs beim Walzen. Nicht schlecht. Okay. Ja, wie gesagt, da denke ich jedes Mal, wenn man so ein bisschen in die Entfernung schaut, das wäre eher so ein See oder irgendwas, wenn er gekalkt ist. So, dann lassen wir dann hier wieder den Helfer fahren. Und komm rum. Passt. Sehr gut. Oh, ich sehe gerade, er ist... Ja, okay. So, und dann soll er nämlich jetzt hier, weil so rum funktioniert das ja mit dem Helfer. So, wie weit sind wir denn? Bei 20%. Ja, da machen wir noch einmal hoch runter und dann schicken wir hier den Helfer los. Sieht auch so ein bisschen aus, als wenn es eigentlich schon gewalzt wäre, ne, von der Textur. Ja, das wird dann richtig cool aussehen, wenn dann hier der Weizen und der Raps steht. Einfach optisch, die Felder. Ja, und wie wir das hier mit diesen Ecken machen und so, da muss ich mir auch noch Gedanken machen. Jedenfalls Bodentexturen, das geht leider überhaupt nicht. Und wenn wir da jetzt natürlich Gras reinmalen, dann wird das beim nächsten Bearbeiten, bei der nächsten Feldarbeit ja auch wieder, ja, umgepflügt bzw. entfernt. Und das macht dann, glaube ich, auch wenig Sinn. So, schauen wir mal ein bisschen links unten, dass wir auf 0 Grad kommen.
So, ganz knapp. Dann fahren wir nämlich gerade hier hoch. Wir haben ja leider kein GPS. Als Mod. So, jetzt müssen wir noch gleich... Ah ja, da oben sieht man es schon. Sehr gut. Wir sind da. Wir sind bei 18%. Ja, wir schauen mal, ob wir wirklich das Feld hier mit dem Rest an Saatgut hier bearbeitet bekommen. Okay, wo müssen wir hier rein? Ah, da haben wir noch eine Spur. Hier? Ja, hier sieht es so aus. Okay, ein kleines bisschen rüber. Ja, ist halt immer so ein bisschen eine Sache mit diesen nicht rechtwinkligen bzw. rechteckigen Feldern. Und hier passt es auch nicht ganz von der Fahrspur, vom Winkel her mit der Straße. Deswegen können wir den auch nicht hier schräg runterfahren lassen. So, den Helfer. Wohlgemerkt. So, was macht denn unser... Ja, das passt. Sehr gut. Schauen wir mal kurz auf die Karte. So, hier. Und da müssen wir dann hierher. Und da sehen wir, muss noch gewalzt werden. Okay, das passt soweit. Jo. So, was ich jetzt auch nochmal gucken wollte, war, Gras können wir doch auf jeden Fall noch in den nächsten 2 Monaten ansehen. Jo, ja, ja. Gut, das stellt dann kein Problem dar. Das können wir dann machen. Ja, wie gesagt, eigentlich müsste der Boden nass sein und es staubt, als wenn es richtig trocken wäre. So, hier will ich noch mal ganz kurz reinschauen. Okay, das läuft. 43. Was haben wir denn noch im Fermentersilo? Gras, Heu. Stroh, 96.000 Liter Silage. Okay, das wird dann in 2 Stunden auch leer sein. Ja, aber in 2 Stunden ist auch dunkel. Beziehungsweise ist ja jetzt schon fast dunkel. So. Jetzt mal kurz schauen. Ja, er müsste auch mal repariert werden. Die beiden anderen Traktoren habe ich schon gewartet und repariert. Hat mich auch fast 8.000 gekostet. So. Mal schauen, was hier der Fendt kostet. Ja, ich meine, als Schlepper fürs Feld ist der richtig gut, gar keine Frage. Aber ich tue mich ein bisschen schwer. So, was wollen sie? 3.500, okay. Ich tue mich halt ein bisschen schwer, wenn der hier mit dem Helfer irgendwo hinfährt, als Abfahrer oder ähnliches. Weil da hat er dann echt Probleme. Das war jetzt auch wieder bei der... Ja, vorhin auch hat er echt Probleme, wenn es eben um diese Kurven und so weiter geht. Jetzt überlege ich gerade, was müssen wir da reinstellen? Die Walze und, nee, das ist die Saatmaschine. Ach so, stopp. Wir haben ja für die Traktoren, glaube ich, eine andere Position. Weil den werden wir jetzt erstmal abstellen. Den brauchen wir erstmal nicht mehr. So, ach, und da ist ja unsere Spritze. Gut. So, dann passt es doch schön zusammen, Spritze und Fendt. So, was machen die anderen beiden? Ist er fertig? Mal kurz schauen. Oh ja, er ist fertig. Gut. Dann, ja gut, aber es macht jetzt wenig Sinn, glaube ich, da drüben jetzt schon zu walzen. Das wird nichts bringen. Dann packen wir die Walze jetzt erstmal zusammen. Dann packen wir die Walze erstmal ein und stellen das Ganze hier ab.
Weil dazu muss der andere erstmal hier ein bisschen noch angesät haben, als dass sich das lohnt. Da schauen wir mal. Ja, nee. Da warten wir, bis das Feld fertig ist und dann wird das Ganze gewalzt. So, aber während er hier in die Nacht hinein noch sät, dahin geht der Mond schon auf, darf ich mich recht herzlich bei euch bedanken für eure Aufmerksamkeit. Wir werden das Feld, nachdem es angesät ist, noch walzen. Und dann springen wir in den nächsten Monat und ich denke, wir sehen uns dann auf jeden Fall, wenn wir Mais und Sonnenblumen ernten. Und zwar auf unseren eigenen Feldern mit dem großen Johnny. Und bis dahin darf ich mich recht herzlich bei euch bedanken und sage wie immer an dieser Stelle Tschüss, ciao, cheerio, bis zum nächsten Mal.